Das hier ist mein guter Kumpel Nevio. Und ich habe keine Ahnung warum, aber heute fahre ich zu ihm. Wisst ihr, alles begann am Oktober 2020, als ich einen 24-Stunden-Zio-Marathon gemacht habe. Und als ein Zio darauf reagiert hat, kam dann Natox um 3 Uhr morgens in meine Kommentare rein und meinte: Hey, gib mir ein paar Tipps, ich will das auch mal machen. Und nachdem ich ein paar Tipps gesagt habe und dann er tatsächlich einen 24-Stunden-Zio-Marathon gemacht hat, wo noch wenn ich auch den Zio wirklich auch vorbeikam. Oh, ich wollte noch den Zio-Marathon reingucken. Kannst du mal reinschauen, oder mal? Jemand macht einen 24-Stunden-Zio-Marathon schon wieder. Wir haben natürlich gemeinsam gestreamt und unsere Reaction aufgenommen. Und irgendwann mal kam ein bisschen mehr in Kontakt rein. Und wir haben dann mal, nachdem wir das Video zusammen aufgenommen haben, haben wir mal Gartic Phone zusammen gespielt. Wir haben Minecraft ein paar Projekte aufgenommen. Wir haben einfach mal ein bisschen mehr Kontakt aufgebaut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Aber plötzlich fahre ich zu ihm nach Stuttgart. Abgesehen davon, dass ich heute zum ersten Mal alleine Zug fahre, alleine überhaupt irgendwo hinfahre und dazu noch zum ersten Mal einen Kumpel treffe, den ich davor noch nie gesehen habe, sondern den Müller getroffen habe. Let's go, Digga! Let's go! So, wo ist er? Ich bin gespannt, ob du mich so erkennst, Digga. Was geht, Digga? Was geht? Digga, ich kann mal was. Digga, du. Ey, das geht's. Ey, das ist Pfanne, okay? Gut, Alter. So geil. Alter, Digga, das Ding dreht sich ja insane. Digga, so geil. Let's go, Junge, let's go! Ist ja ziemlich umständlich gewesen, wenn die. Ja. Digga, wir sind so dumm, Junge. Ey, eine Frage, ich hab. Wo musst du? Ich muss links von dir laufen, jetzt. Ey, Digga, ich hab absolut dran vergessen, warum wir eigentlich jetzt uns getroffen haben. Warum eigentlich? Ja, ich hab absolut keine Ahnung, Digga. Einfach, weil wir dumm sind, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, natürlich. Oh mein Gott. Allein, Junge, ist so geil. Was müssen die Menschen von uns denken? Zwei komische Menschen, die hier irgendwas filmen? Errate, wie ich mich mir vorgestellt habe, Digga, als ich mit Mike mit dem Laptop und am Handy an dem Tisch da hocke und das Ganze erzähle, das ist mein Kumpel Nevio. Und heute gehe ich zu ihm und erkläre mal kurz, wie wir uns getroffen haben. Alter. Wir haben einen 24-Stunden-Zio-Marathon gemacht. Ja, ich denke, sie alle so, aber Junge, mit geistig Behinderte, ja. Guys, I am in Stuttgart. Digga, ich finde das so geil. Junge. Ey, wir sind so deppert, Alter. Wir sind so deppert, ja. Junge. Ja. Digga. Digga, ey, das fühlt sich so unreal an, ne? Irreal ist das. Aber ja, gut. Surreal, irreal, scheißegal, Digga. Alles gleich. Ey, ich finde das so geil. Ich bin surreal, Digga. Ich kann ja Deutsch. Oha. Digga, bei uns ist einfach so ein modernes Gebäude. Bei euch einfach keine Ahnung, Mittelalter. Leute, der Donny hat Hunger, deswegen holen wir uns jetzt was zum Essen. Was geht ab? Ich hab Hunger. Kann ich was essen haben? Hauptsache, du musst am Ende wieder schleppen. Oh, Digga! Oh, holy shit!
Nice. So, wir holen uns fast schon. Nevio, was holst du dir zum Trinken? Ne, ich habe so einen Fairy Drink, oder? Perfekt, Digga. Ja. Ich hier, ne? Ganz gut. 26, warte halt kurz. Was essen Sie? Ah? Was essen Sie? Was? Was essen Sie? Pizza und Schokomuffin und ein Coca-Cola Capri-Sonne. Chili. Die Gedanken auch was hier vor. Die Ecke mal hin. Achso, ja, stimmt. Hast du gerade wirklich gerade Katja Klaus den Stoppelsong angemacht? Hä? Hast du gerade Stoppelsong angemacht? Nein. So ein Idiot, ja. Der Depp zeigt mir, macht einfach Songs an, ne? Irgendwie so ein guten Mathe deswegen. Geht's dir noch gut, Digga? Digga, Matheunterricht prägt. Digga, hilf, jetzt mach doch das Christmas an. Was? All I want for Christmas is you, das ist auch ein bisschen. Ich krieg einfach einen Krebs. Der macht Weihnachtssongs an. Ach ja, ich wollte aufhören. Das ist vielleicht da. Ja, und da. Perfekt, die sind relativ insane. Also. Das ist immer. Wohin? Ich gehe hier runter, mir ist scheißegal. Leute, wir sind jetzt im Auto von Nevios Mom und. Du hebst ja wirklich gleich ab. Und hier ist ein richtig süßer Hundi. Die ist so süß. Ein richtig knuffiger Hund. Leute, wir sind's bei Nevio. Und ey, ihr habt ein richtig nices Haus, ey, real talk. Wie geht's, Nevio? Das ist ein Hühner! Hallo, Hühner. Hey, die sind so süß. Leute, wir sind jetzt hier im legendären Keller. Denkt euch. Yes, das ist. Hier hat Nevio den 24-Stunden-Siegermarathon aufgenommen. Und wir bereiten jetzt alles Sachen vor. Leute, wir packen gerade unsere gesamte Technik aus, ne? Und der tut Dinge. Ich frag mich. Weisheit mit Detox. Ey, Leute, wir bauen gerade so einen insane nice Scheiß, ne? Digga. Ey, das ist voll professionell, what the fuck, Digga. Und nach über 2,5 Stunden oder sowas aufbauen und alles und dran, geht unsere Technik immer noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt einfach einen Podcast aufnehmen, hoffe ich mal. Netox ist gerade nicht gut in der Laune. So, während ihr gerade wartet, mache ich gerade Thumbnail-Vorbereitung alles für den Podcast und Nevio. Bei Nevio, ich hatte. Der ist was ganz Besonderes. So, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Richtig weird, Digga. Geht so mein Handy an Dings, und wir streamen jetzt seit 11 Minuten, haben wir mit dem falschen Mic-Stream. Geil. Österreich pumps Italien gerade. Perfekt, Digga. Wohin gehst du jetzt? Alles klar. Man sieht dich kaum, ne? Er rennt gerade im Garten rum mit seinem Hoodie. Buh. Das hat einfach 3 Sekunden gebraucht. Junge. Geil. Das war's mit dem ersten Tag, sagen wir. Ich tue hier in so einem Ding. Was geht? Ich übertrage jetzt gerade ganz ein Video auf heute vom Podcast auch noch. Ich hätte keinen Zahnbürste, die vergessen, ich werde mir einfach gerade einen fucking Zahnbürste geschenkt. Ja, Mann. Der Richie Boy. Ja, immer. Ich hab richtig Bock auf PlayStation. Also, das war mein erster Tag. Was willst du auch mir noch irgendwas sagen, was wichtig ist? Weisheit deines Lebens? Achso, du fragst mich. Weisheit meines Lebens? Sterben ist ungesund. Ja. Perfekt, Leute. Ciao.